Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ 6 Hellas, dem meiner ersten richtigen Civilization 6 Partie, bei der ich spiele wie der erste Mensch, weil ich keine Ahnung habe, was ich tue. Aber Hauptsache, wir machen es die ganze Zeit. Ja. Machen wir weiter. Das letzte Mal haben wir Amerika entdeckt. Und wir haben auch gleich die Amerikaner entdeckt. Hurra. Finde ich gut. Jetzt werden unsere beiden Flotten, die beiden Flotten werde ich jetzt wieder zusammenfügen. Wir haben da Alaska oben entdeckt. Schauen wir mal. Einen gegnerischen Spieler müsste es noch geben. Der wird wahrscheinlich in Südamerika sein. Euer Händler Kalista hat ein Gerücht aufgeschnappt. Ägypten hat einen Hafen in Abydos gebaut. Doch der Zorn von Huitzilopochtli war groß. Und okay. Als das Opfer die vier Räume, die dem Sonnengott gewidmet waren, passierte, verschwand die Sonne oder erschien wieder am Himmel. Das finde ich gut. Das nennt man Wolken. Schaut hübsch aus. Was macht das nochmal? Ich glaube, es macht glücklich. Plus eine Annehmlichkeit durch Unterhaltung für jedes Seegeländefeld im Umkreis von einem Geländefeld von Huai Teokalli. Plus eine Nahrung und plus eine Produktion für jedes Seegeländefeld im eigenen Reich. Muss an einem Seegeländefeld. Ah, okay. Gut. Seen sind dadurch stärker. Dann wir das Schwarze Meer, das Kaspische Meer unser nennen und das alles Seen sind, ist das irgendwie nicht schlecht. Yay. Und wir haben gleich diesen See da auch. Quasi für uns gewonnen. So. Okay, dann machen wir das mal so und hoffen, dass der Idiot da oben stehen bleibt und nicht runterkommt, weil sonst müssen wir vielleicht an einer schlechten Stelle die Stadt bauen. Das mag ich nicht. So, du bleibst hier stehen. Ha, du mein Freund, Herr Cervantes. Du baust mir jetzt mal Don Quixote. Nehme ich mal an. Zweifle, wenn du magst, aber ich habe die Wahrheit gesagt, die immer über der Lüge schwimmt wie Öl auf dem Wasser. Mhm, finde ich gut. So, na gut. Dann. Und wir treffen dort die andere Flotte. Ich glaube, wir haben gerade die Beringstraße entdeckt. Noch ein Dorf. Hm, auf der anderen Seite der Beringstraße. Ah, das Spiel ist gemein. Das hat das da getrennt. Ohne Navigation oder keine Ahnung, wie das heißt, was man dafür braucht. Ach, bitte. Jetzt haben die mich schon wieder Hattusa weggenommen. Sagen wir mal, spinnt ihr? Habt ihr sie nicht mehr alle? Dass die zwei Amerikas sich erst entdecken, wenn man die richtige Technologie hat. Finde ich gut. So, Flotte ist wieder zusammen. Ah, weißt was? Das war's einfach so das Meer. Du bist nämlich zu langsam. Hey, aber wir haben wieder einen Gesandten erhalten. Zwei sogar, oder? Yep. So, jetzt schauen wir mal, wie das mit Hattusa ist. Oh, da müssen wir zwei einsetzen. Wie ist das mit Kumasi? Da müssen wir nur einen einsetzen, um Kumasi mal zu haben. Das klingt einmal ganz gut. Dann sind wir da souverän. Und das ist ein nettes Ding. Und Hongkong. Erstens einmal. Was bringt uns das? Hongkong. Plus zwei Produktion für das Bau von, für den Bau von Wunder und Gebäuden und Bezirken. Hm. Nicht so schlecht. Und bei drei Gesandten haben wir was?
plus 20% Produktion für Stadtprojekte. Puh, das ist auch nicht schlecht. Okay, aber wir hatten welche, die wollten wir lieber. Waren der Brunei zum Beispiel und vor allem das da unten. Nan Madol. Was kann das nochmal? Kultur. Ah, genau. Plus 2 Kultur für Gesamte daneben. Gut, dann würde ich fast sagen, nehmen wir eines bei Kumasi und eines hier. Das bringt uns einen netten Kulturschub. So, wir haben noch eine Bank, könnten wir bauen dort. Stadtmauern vielleicht. Wir igeln uns ein, soweit es geht. So. Hättest gerne das. Ich hätte gern Jade oder Tabak oder so irgendwas. Wie wär's damit? Gibst du mir Jade? Warum nicht? Du Idiot. Okay, ich gebe dir Gold pro Runde. Und zwar 1. Nein. 2. Das nimmst. Ach ja, so. Wir brauchen mehr Annehmlichkeit in unserem Bereich. Kann ja nichts machen. Vielleicht sollte ich mir den einmal anschauen, um zu sehen, was der kann. Was will denn der Politik der sanften Gewalt? Mag friedliche Zivilisationen, die eine Stadt auf seinem Heimatkontinent haben. Die Zeiten ändern sich und das Zeitalter der diplomatischen Delegationen ist vorbei. Es ist wichtig, dass wir Botschaften bei unseren Freunden und Verbündeten gründen. Ja, ja. Ein Diplomat ist ein Mann, der sich den Geburtstag einer Dame merkt und ihr Alter vergisst. Nett. Das ist nett gesagt. Plus 50% Produktion für Spione. Gut, ich habe noch keine Spione. Ich weiß nicht. Achso, oh ja, ich kann jetzt Spione bauen. Okay, dann machen wir mal das. Wir könnten den Händler weghauen mal. Und stattdessen, was gehen wir statt dem Händler rein? Den Spionbonus und bauen wir dann Spione gleich. Nein. Wir brauchen stärkere Truppen. So, Mittelalter und Renaissance. Renaissance und Industriezeitalter. Sind Marineeinheiten. Mittelalter und Renaissance. Nahfern- und Kavallerieabwehr. Vielleicht sollte man Kavallerieeinheiten bauen. Die sind schneller. Machen wir die rein statt dem Händler. Jo. So, wenn ich da jetzt hergehe. Ach Gott. Ich will es nicht hierher bauen. 1, 2, 3, bis zu dem Kupfer kommen wir. Wir kommen nicht zum Elfenbein. Wenn ich daher gehe, dann ist das wahrscheinlich nicht. Dann kann ich nachher wahrscheinlich nichts mehr machen. Gut. Das ist diese Zone da Dings. Verbindungskosten 1. Ich kann mich nachher sicher nicht mehr bewegen. Hättest du nicht da drüben bleiben können, du Idiot? Ich will nicht hier die Stadt hier bauen.
könnte natürlich nochmal ins Wasser gehen und hoffen, dass er wieder weggeht. Das wird er nicht machen. Und bis ich mit Truppen hier bin, dauert das einfach zu lange. Das Elfenbein hätte ich schon ganz gern gehabt. Ach, ich pfeif drauf. Baut eine Stadt und ein Schutz. So, wie viel Geld haben wir? Können wir gleich eine Stadtmauer bauen, damit wir den Idioten gleich loswerden. Nein, wir können keine Stadtmauer bauen. Wieso können wir keine Stadtmauer bauen? Die können wir wahrscheinlich nicht kaufen. Wir könnten ein Monument kaufen, oder? Damit wir schneller groß werden. Dann bauen wir Stadtmauer rein. Damit wir uns besser schützen können. Okay, machen wir am nächsten. So, du hast da deinen Musketier. Der bleibt da mal stehen. Du baust dein zweites. Und weil sie fröhlich und jung waren, verpassten sie keine Gelegenheit, etwas über die Schönen der Stadt zu hören. Okay. So. Die beiden Amphitheater sind mal voll mit den Werken von irgendwelchen Typen. Finde ich gut. Wir brauchen mehr von diesen Dingern. Ha, und der Tourismus auf 52 gestiegen. Finde ich gut. So, was machen wir als nächstes? Merkantilismus. Besonders Fortbewegung, wenn zu Beginn der Runde in freundlich gesinntem Gebiet. Oh, das klingt nett. Wir sind eh so langsam. Fortbewegung zu erhöhen ist nicht schlecht. Plus 4 Gold und plus 1 Glaube durch alle Handelswege. Oh, das ist auch gut. Plus eine Produktion und plus eine Nahrung durch Lagermodernisierungen. Machen wir mal Merkantilismus. Das ist schnell und einfach. So, die Quadrimäre fährt weiter in diese Richtung. Schauen wir mal, ob wir rund um die Erde kommen. Schauen wir mal, ob wir einen Weg finden. Oben rum. Passage? Nein, gibt es nicht. Das dazu. Ich weiß nicht, wer von meinen Sehern das kennt. Das war eine der großen entdeckerischen Ziele, dass man eine Nordostpassage gefunden hat. Und man hat gesagt, wahrscheinlich gibt es einen Seeweg im Norden von Kanada drumherum. Also wenn man sich das anschaut, in Wirklichkeit müsste es schon gehen, weil wir haben da tatsächlich mehr. Das ist nicht Land alles. Das heißt, rein theoretisch wird es gehen, aber das Problem ist natürlich, dort oben ist recht kalt. Das heißt, es gibt keine freien Passagen, man muss durch das Packeis und das hat die ganzen Händler und Entdecker daran gehindert, sowas zu finden. Tatsächlich ist mit der Klimaerwärmung das jetzt möglich. Also im Sommer ist es frei. Man kann mit dem Schiff dort oben durchfahren, wenn man will. Gut, Athen. Was bauen wir in Athen? Dort bauen wir auch eine Mauer. Nein. Nein, 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 nein. Wir haben gerade einen Bonus auf solche Sachen wie Waffenkammern. Das heißt, ich sollte sowas, ich sollte das bauen, was mir einen Bonus habe. Ich könnte auch Museen bauen. Kunstwerke, Reliquien können wir da reinhauen. Ich will ja ganz gern Wunder bauen, aber... Nein, wir bauen das, wo wir einen Bonus haben und das ist derzeit die Waffenkammer. Das kostet mich 195.
Das kostet 290. Nicht irgendwas Vergleichbares, das 195 kostet, 167 und dauert länger. Ja. Wir haben hier einen Bonus und deswegen machen wir es auch. Und aus. So, nächste Runde. Die mögen mich alle nimmer mehr. So, wie können wir jetzt Botschaften gründen? Möglicherweise muss ich mit denen einfach reden. Versuchen wir das mal mit dem Gandhi. Immerhin ist das unser Alliierter. Athen braucht Wohnraum. Wie ungewöhnlich. Hey, wir können ein Missionar bauen. Finde ich gut. Hey, wir haben Barbaren entdeckt. Missionar, Missionar, Missionar. Come on, Missionar. Erfüll deinen Dienst in Hattusa. So, wo sind Barbaren? Da, Nagi, wie ungewöhnlich. Könnten wir Ephesus vielleicht um ein Stückchen verlegen jetzt in Richtung Norden? Ah, nein, wir wollten ja mit dem reden. Nein, wir geben diese Dinger nicht her. Haben wir das nicht schon mal gesagt, dass wir das nicht machen? Deppen. Nein, auch dir gebe ich es nicht. Ja, ich mag dich sowieso nicht. Auch dir gebe ich es nicht. Bankwesen in Indien abgeschlossen, finde ich gut. In einer Marktwirtschaft hat das Individuum jedoch die Möglichkeit, der Staatsgewalt zu entkommen. Naja, mehr oder weniger. So, was haben wir gesagt? Plus 1 Fortbewegung, wenn zu Beginn der Runde in freundlich gesinntem Gebiet. Gar nicht einmal so blöd. Gar nicht einmal so blöd. Na, wurscht. Machen wir aber nicht jetzt. Warte mal, irgendwas Wirtschaftliches. Wir haben irgendwas Neues wie. Ach, genau, Dreieckshandel. Plus 4 und plus 1. Durch alle Handelswege. Kultur plus 1. Durch internationale Handelswege. Gut, ich habe nur internationale Handelswege. Hier statt halt plus 1 Kultur für jeden. Ja, gut. Machen wir da glatt. Noch mehr Geld. So. Hey, Hattusa. Was sagst du? Möchtest du nicht so rhetoristisch werden? Oh, yes, wir haben es geschafft. Ich glaub's nicht. Jo. Jo. Oh, Hattusa, mein Schatzi Perli, mein Schatzi Perli. Ach, danke, du bist so ein Schatzi. So, wer will jetzt noch religiöse Bekehrung? Kumasi will auch religiöse Bekehrung. Du willst das Rasegel.
Du willst religiöse Bekehrung. Seoul ist aber blöd. Hongkong will auch. Kumasi könnte allerdings gehen. Kumasi ist nämlich da hinten bei den Ägyptern und die haben keine Religion. Das heißt, der religiöse Druck auf Kumasi ist jetzt nicht so riesig. Oder soll man nochmal versuchen, Korinth? Südamerika finden. Sollte eigentlich machbar sein, wenn wir der Küste folgen. Sogar unsere lächerliche Quadrimäre kommt nach. Und du holst uns, glaube ich, eh auch ein. Du bist auch schneller. Sowohl als die Quadrimäre als auch als unser Admiral. Passt. Was machen wir als nächstes? Aufklärung klingt auch gut. Plus 100% für Campi. Plus 100% für Handelszentren plus eine Annehmlichkeit für alle Städte mit mindestens 2 Spezialbezirken und religiöse Tourismuseffekte werden gegen eure Zivilisation halbiert. Klingt gut. Was auch immer das ist. Ein religiöser Dings-Effekt. Aber dass er halbiert wird, ist gut. Finde ich gut. Finde ich gut, machen wir. Machen wir noch eine Runde und dann machen wir wieder Schluss für heute. Ich wollte ja dauerhafte Botschaft errichten. Das klingt gut. Wir haben einen neuen Handelsposten. Wo haben wir denn? Im Sena. Finde ich gut. So. Also. Missionar entweder nach Kumasi. Kumasi hat noch keine Religion, oder? Nö. Das wird sogar ein... Achiton hat... Wieso hat Achiton meine Religion? Das finde ich ja cool. Schauen wir mal, ob wir Kumasi auch bekehren können. Come on. Do your best, Missionar. So, dann, wir wollen... Mit dir wollen wir möglichst weit weg. Wow, bist du deppert, die bringen schon recht viel Kohle. Kumasi bringt 10 Kultur. Irre. 15 Geld. 17 Geld, 9 Kultur. Puh, das bringt relativ viel Forschung, aber leider auch diese elenden Hinduisten wieder zu uns. Ein Goldhund und ein Handelsposten entlang des Wegs. Hattusa. Das wird unseren religiösen Druck erhöhen. Und das bringt jetzt auch nicht so viel weniger als die da oben. Bin ich gierig? Na, die Römer lassen wir sowieso links liegen. Die gehen mir am A vorbei.
Xena sind wir jetzt gerade. Wo ist denn Xena? War da runter. Ja, das ist doof. Das hat jetzt nicht wirklich viel gebracht nach Xena. Irgendwo hin, wo man... Handelsposten vielleicht kriegen. Inven. Oh, wieso kann ich das nicht so machen? Verdammt nochmal. Aber Inven hat Dings hat auch schon den doofen Hinduismus. Ah, mach mal Seoul, was soll's. Das geht dadurch alles durch. Und bringt echt viel Kohle. Gut. Oh, Laventa. Was wollt ihr haben? Einen großen Musiker. Na, das lässt sich vielleicht einrichten. Schauen wir mal. So, wir wollten aber eine Botschaft. Wir freuen uns auf den Bau einer Botschaft. Ja. Okay. Wir sind ja nicht so. Wir haben einen Haufen Geld, das heißt, wir machen bei euch auch eine Botschaft. Nein, wenn euer Gesuch akzeptiert wird, ist diese Macht euch gegenüber etwas freundlich eingestellt. Eure Zugriffsstufe erhöht sich. Und die Hauptstadt des Empfängers wird aufgedeckt. Naja, machen wir doch glatt. Ha, finde ich gut. Nachdem du mich irgendwann mal denunziert hast, auch schon. Und jetzt bist du wieder glücklich mit mir. Naja. Trajan, ich will dich eh freundlich haben. Ja, finde ich gut. In Roosevelt, deine Hauptstadt würde ich ganz gern sehen. Will die nur noch die Kleopatra? Ah ja, du kriegst auch eine Botschaft, was soll's. Finde ich gut. So, was wissen wir über dich? Mhm, plus 5 durch die Botschaft, naja, finde ich gut. Königin des Nils, mag militärisch starke Zivilisationen, versucht sich mit ihnen zu verbünden, um militärische Konflikte zu vermeiden, mag keine militärisch schwachen Zivilisationen, na gut. Luftmacht? Echt jetzt? Versucht eine Luftmacht aufzubauen. Bewundert Zivilisation mit größerer Luftmacht. Mag keine Zivilisation mit schwacher Luftmacht mehr. Deinetwegen werde ich jetzt nicht anfangen, Flugzeuge zu bauen. So, schauen wir mal. Trajan. Umweltschützer? Echt jetzt? Baut Nationalparks, pflanzt Wälder, entfernt keine Geländearten. Mag Zivilisation die Wälder anpflanzen oder Nationalparks errichten? Okay, finde ich interessant. So, stehendes Heer, das hätten wir schon, ja. Atommanie hat keine Hemmungen, Atomwaffen einzusetzen, respektiert andere Zivilisationen, die mit Atomwaffen ihre Macht unterstreichen. Politik der sanften Gewalt und dann Atommanie, das passt super zusammen. Finde ich nicht schlecht. Okay, und was wolltest du es, Seites? Du hast auch eine Atommanie, echt jetzt? Und du magst diese komische Mauer. Was mag ich? Gar nichts. So. Die Naturgeschichte dieses Archipels ist sehr bemerkenswert, okay, und scheint eine kleine Welt für sich zu bilden. Gefunden. Als Naturwunder die zu bezeichnen, finde ich ein bisschen seltsam, aber naja, gut. So, unpassierbares Naturwunder über 2 Geländefelder. Es erscheint in Küstenregionen und bietet plus 2 Wissenschaft für angrenzende Geländefelder. Naja, das mit der Wissenschaft klingt schon ganz gut. Immerhin hat der Herr Darwin aufgrund dieses Atolls oder dieser Inseln seine Theorien aufgestellt. Also nicht wegen der Inseln eigentlich, sondern...
da stehst du super, da stehst du genau weit genug von allen entfernt, dass keiner den Bonus kriegt von dir. Ja, ist wurscht, ich habe nicht vor, irgendwelche Seeschlachten jetzt zu schlagen mit denen, die sind nur da, um zu erforschen. Und sich zu ärgern, dass sie keine Landtruppen dabei haben. So, wir haben gesagt, wir hören hier auf. Meine Herrschaften, es sind eh schon wieder 30 Minuten um. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anschaut. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.